Oh oh. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Mhm. Oh, ich hasse es. Hey Leute, hier sind wir und der Benny von den Two Epic Buddies und heute gibt's wieder What the Fuck Videos und wir haben am Start Well That Sucks, also irgendwas, was richtig kacke ist für den Typen. Und ich würde sagen, starten wir direkt mit dem zweiten, Leute, und zwar ein Skelett, das in Pompeji gefunden wurde und das, oder der Typ eher gesagt, ist von einer Eruption weggelaufen und dann von einem 300 Kilo Stein erschlagen worden. Also, ich möchte das mal sehen, wie das aussieht, wie der Typ dann Also, man sieht auf jeden Fall nur, dass ein fetter Stein auf seinem Kopf drauf liegt und der dann da quasi einfach begraben wurde und so, ja, feels bad, das war es halt komplett für ihn. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter mit dem nächsten. Nummer 4, du hast diesen Bereich noch nicht freigeschaltet oder so. Mal gucken, was da kommt. Okay, ist eine Real-Life-Szene auf jeden Fall. Als ob das so eine Steigung ist, die nicht durchkommt. What the fuck? Guck mal, er versucht es halt richtig hart, oder? Ja. Doch, ja, Mann. Lei, das sah ja mega behindert aus. Läuft bei denen. Als ob, okay. Mann. Okay, sieht ein bisschen crazy aus. Bin gespannt. Digga, was? Er sitzt nur so da. Nehmt das ein Stück Fleisch da gerade auf die Gabel, Mann. Und dann kommt der Vogelmann. Okay. Und der guckt einfach so. Digga, das ist gar nicht passiert. Was? Fuck. Ey, lol, das ist ja richtig krank, Mann. Okay. Würde ich sagen, machen wir weiter. Nice Set. Ja. Mal gucken. DJ auf jeden Fall. Er nimmt alles mit, oh mein Gott. Oh no. Okay, ich vermute mal, das war bei irgendeiner Party und da springt der Typ da hoch. Er denkt sich auch so, er verpiss dich. Und dann nimmt das ganze Pult mit. Eieieiei. Mhm. Los bei ihm. Das war krass. Also die Party ist, glaube ich, ein bisschen zerstört worden. Nicht nur das, wenn das Set am Arsch ist, dann kann der ordentlich viel zahlen, weil die sind echt billig. Auf jeden Fall, das ist echt krank, was das kostet. Lass das darüber noch nehmen mit dem Autosensor, mal gucken, was da kommt. Irgendein Chinese oder Japaner, was auch immer. Tür geht automatisch auf, glaube ich. Oder Koreaner oder was Koreaner, was auch immer. Mal gucken, was er da macht. Oh oh. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Mhm, Ja. Das ist ein Fail. Ich will es nicht nochmal sehen. Eieiei. Also, ich glaube, Qualität und Japaner, Chinesen, Koreaner, was auch immer, ist vielleicht nicht das, was man sich von deutscher Qualität erwartet. Ja, das kann auch mal bitter enden. Okay. Just riding my bike. Okay, mal gucken. Was ist da jetzt? Da hinten fährt jemand im Hintergrund. LOL! Das Fail, dass einfach das Vorderrad abgeht, was geht da? Holy shit! Oh, und richtig hart auf die Fresse, Mann. Ey, wie bitter ist das denn bitte? Das war mega bitter. Okay, irgendeine Feier. Und passiert was, mal gucken. Oder also so. Keine Feier, die Feier da zu früh und verliert dann noch. Oh. Ah, die Fans schon alles haben wir schon mal gesehen, ja, Mann. Ja. Aber das war echt krank von denen, wie die den Ball dann nochmal rübergebracht haben, so. Die haben auch schon alle gedacht, einfach das ganze Team denkt, okay, das war's und dann das. Okay, ein Golfball. Oh. Durch die Bäume. Die Bäume, bin ich gespannt, Mann. Mhm. Oh, ich hasse es. Ich hasse es! Fuck, ich dachte, es geht in seine Eier, aber es direkt in die Kamera, das hat mich hart geschreckt gerade. Ey, ich muss dir kurz erzählen, was mir letztens passiert ist. Ich guck so auf Facebook durch und dann gab's da so einen komischen Spinnenclip, da klettert die Spinne, glaube ich, so runter. Und auf einmal springt die Spinne so auf dem Bildschirm halt und ich kack mir einfach nur ins Hemd und wirf das Handy so weg. Ey,
Halleluja, ey. Das sieht echt brutal aus. Das wäre echt brutal. Okay, ein Geldschuss oder so. Mal gucken. Ja. Er steht beim Automaten. Ist schon ein bisschen betrunken, hat auch sein Bierchen mit. Jo, Digga, das war's komplett. Er hält die Hand danach noch runter, so. Hey, pass hier auf, bitte. Mach nicht weiter. Und mach nicht diesen. Ja, aber es sieht eher aus wie Cola, oder? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Irgend so eine Flasche halt und. Boom. Oder vielleicht Cola rum oder irgendwie sowas wahrscheinlich. Okay, war auf jeden Fall belastend für ihn. Okay, man irgendwas im Winter, irgendwo durchgehen, Blunderland, was immer das ist. Okay. Oh mein Gott, ja, come on. Verdient, wenn man nur aufs Handy guckt. Ey, Mann. So dämlich, ey. Die hat ordentlich eingetaucht, auf jeden Fall. Ich will das nochmal sehen. Ja, sie hat da, ist das echt ein Handy? Ja, sie hat ein Handy in der Hand. Eieiei. Ja, das ist auch doof gelaufen. Okay. Du hattest eine Aufgabe oder ein Job. Ah ja, das haben wir schon mal gesehen. Oh Gott. Und jetzt geht das Teil da los. Und eskaliert komplett. Oh drei Gott. Mann gegen ein so eine Maschine, Mann. RIP. Okay. Ah, nice. Teamkiller. Machen wir das nächste. Okay, sei immer wachsam auf Leute, die quasi quer über die Straße laufen oder so. Mal gucken, was passiert. Ist auf jeden Fall ein Gehweg quasi, also ein Schutzweg. Oh mein Gott! Oh. What the fuck? Hä? Was? Es fällt einfach um. Noch dazu, hat er einen Helm? Er hat, glaube ich, keinen Helm, oder? Er hat keinen Helm. Bekommt einfach das Schild da ins Gesicht. Oh Gott, Mann, was? Wie scheiße kann das Leben sein? Wirklich. Also wenn dir das passiert, dann musst du dir das echt fragen. Holy shit. So geil. Okay, das nächste. See ya. Also okay. Wir sehen uns. Oder jetzt ist sogar vielleicht eine Empfehlung auf See. Oh nee, das Handy. Oh nee. Das ist RIP. Ja, nur Pech. Nur Pech, Mann. Weißt du, es könnte auch so rausfallen, dass es oben bleibt, aber nee, es geht genau in den Schlitz. Okay, ein richtiges Buttergesicht, okay. Oh Gott. Oh nee. Oh. Guck sie dir an. So geil. Oh Mann. Wie viel Pech kann man eigentlich haben, dass das Teil so weit nach oben geht? Das muss man sich bei den Clips gerade echt fragen, also echt krank, okay. Oh Gott, jetzt kommt was Ekelhaftes. Okay. Nur eine Fleischwunde. Was hat er vor mit seinem Gewehr da? Geht auf jeden Fall gut in Deckung und wahrscheinlich schlägt es zurück ins Gesicht, oder was? Nee. Nee, das Auto! Ist ja ein Depp. Nee, hat er nicht ernsthaft ins Auto geballert, oder? Er hat ins Auto geballert. Durch einen Rückstoß. Nein, Mann, Digga! Nein! Da wollte er so richtig einen auf Fernsehstar machen und so in Deckung gehen. Und dann fällt er einfach hart. Oh Mann. Okay, Scheiße passiert eben. Ja. Ich glaube, der Anker von dem Boot geht auf einmal richtig heim und durch die Reibung fängt es an zu brennen oder so und der ganze Anker ist auch weggegangen. Shit happens. Aber wie tief ist das Wasser? Ist oder echt ist, so, Mann. Obwohl, nee, das Wasser ist glaube ich nicht so tief, die Kette selber zieht sich runter. Kann auch sein, ja. Also da wird irgend wahrscheinlich ist da auch ein Motor dran, da ist wahrscheinlich irgendwie auch RIP gegangen und keine Ahnung. Holy shit. Okay, irgendwas mit einem Smoothie oder so? Oder was? Ja, holt mein irgendwas Smoothie. Mal gucken, was die da macht. Auf jeden Fall ein paar geile Übungen hier auf einem unstabilen Holz über einem ziemlich reißerischen Bach oder was auch immer. Ja moin, das war's. Muss los. Ey, die geht einfach komplett unter. Oh Gott! Wie läuft Bier? Sie wollte da Adrenalinkick haben und dann passiert das. Ich glaube, sie wollte ein gutes Instagram-Pick, weil sonst wäre die Kamera nicht da. Stimmt, das könnte auch sein. Ah. Safe ein gutes Instagram-Pick. Also. Was macht man nicht nur alles für Instagram? Okay. Ein Kind, das feststeckt. Oh nee, was hat er denn hier gemacht? Wo bist denn du drinnen? Hä, wie ist das Kind da reingekommen, Mann? Hä? Sie lacht noch. Digga, was? Bekommt wahrscheinlich einfach eine Panikattacke dann auch noch, Mann.
Oh Gott. Riff, ey. Das ist echt so. Okay. Okay, jeder macht Fehler. Mhm. Ah, das habe ich glaube ich schon mal gesehen. Ja. Hey, warum wirft denn der überhaupt die Waffe da weg? Geht dann wieder ganz gechillt nach hinten so. Bückt sich elegant runter, hat die Waffe wieder. Auf jeden Fall. Gibt's ihm, glaube ich. Nee, nee, das war sogar seine Waffe, die hat er unabsichtlich weggeworfen, glaube ich. Nee, nee, das war, glaube ich, Absicht. Oder? Das war Absicht, oh Gott, und dann, oh mein Gott, es geht noch weiter, sie wird noch mehr zerstört. Er gibt ihm einfach die zerstörte Waffe. So richtig, weißt du, was das war? Er geht hin und sagt, dann sonst, ich gib mal eine Waffe, ich zeig dir mal ein paar coole Tricks, und dann fällt einfach nur. Das, oh. Ist, das ist sogar die Waffenübergabe irgendwo wahrscheinlich. So. Ah. Das. Na, ja. Geil, Mann. Okay, ich würde sagen, ein, zwei Clips gucken wir noch. Ja. Er kauft einen Fernseher. Genau, let's go. Okay. Ich wette, er nimmt den einfach mit und zieht durch. Ist das jetzt so ein Clip? Oder was hat er vor? Er droppt alle, oder? Das könnte auch noch sein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Oh Gott. Ey. Ah. Noch dazu, das waren so ein paar Curved-TVs, ein paar größere, die waren schon ein bisschen teurer, aber ich glaube, die haben es überlebt vielleicht, wenn er Glück hatte. Okay. Guck dir einfach an, ey, wir beide droppt so schnell. Okay, das sagen, nächste, Punkt, nee, warte, Fotobomben. Ja. Mhm, cooler mit einer Zigarette, läuft bei ihm. Raucht nicht, Jungs. Oh nee, die Haare brennen direkt. Oh nee. Oh Mann. Das war krass. Ei, der Haarspray ist natürlich gefährlich, ja? Deswegen immer von Raucher fernhalten, sonst brennen eure Haare auch bald. Ja. Okay, Leute, ich würde sagen, waren wir mal ein paar coole Clips dabei. Ich gucke nochmal ganz kurz in den nächsten rein, da ist irgendwie so eine Geburtstagsfeier, was auch immer. Wir hoffen auf jeden Fall, die Clips haben euch heute mal wieder gefallen. Lasst gerne ein Like da und dann... Ich glaube, ich habe ein Tischgebet gemacht und dann bricht der ganze Tisch zusammen. Na, ich sehe es auch gerade. Das war's mit dem ganzen leckeren Essen. Ja, haut rein, wir sehen uns übermorgen. Bis dahin und ciao.